Hallo und Servus zusammen. Heute sind wir wieder in den USA und zwar in Kentucky. Heute in der Verkostung der Rebel Yell Reserve. Viel Spaß und bis gleich nach dem Intro. Servus und hallo zusammen. Heute sind wir wieder in den USA und zwar gibt es heute den Rebel Yell Reserve Bourbon aus dem Hause Heaven Hill Distillery. Ich lese euch jetzt am besten gleich mal vor, was ich so alles auf der Flasche für euch entdecken kann und dann schauen wir mal, ob meine Notizen noch mehr hergeben. Zuerst mal die Flasche in die Kamera, damit ihr das ganze schöne Stück auch sehen könnt. So. Man kann als allererstes hier auch ganz gut die schöne, kräftig dunkle Bourbonfarbe sehen, die natürlich original und nicht gefärbt ist. Die Farbe ist zusammengekommen in, ich meine gelesen zu haben, 5 Jahre, die dieser Bourbon hier im Fass gelegen hat. Und es ist wohl die derzeit hochwertigste Rebel Yell Abfüllung der Heaven Hill Distillery, die auf dem Markt ist. Jo. Der Rebel Yell ist ein Kentucky Straight Bourbon Whisky, was heißt, dass er mit mindestens 51% Mais im Maischeanteil sein muss. Und da kommen wir auch gleich zum Mashbill. Die Mashbill besteht bei diesem amerikanischen Whisky aus 75% Mais, 20% Weizen und 5% gemälzte Gerste. Das Besondere dran soll tatsächlich sein, dieser 20%ige Weizenanteil. Er ist mit 45,3 Volumenprozent abgefüllt. Und mehr gibt es da, glaube ich, erstmal gar nicht zu sagen. Hinten steht noch ein guter Spruch. Are you rebel enough? Jo, schauen wir mal, ob ich rebel genug bin. Das Flaschendesign an und für sich, ja, man kann es mögen. Muss man aber nicht, er kommt auch nicht in der Umverpackung daher. Ich finde es tatsächlich, ich halte ihn nochmal hier in die Kamera, ich finde es tatsächlich ein wenig kitschig gehalten. Ich bin eher Fan von einem schlichteren Flaschendesign. Aber es gibt bestimmt auch Freunde. Der Korken ist kein echter Korken, sondern Kunststoffkorken, aber der ist da auch relativ interessant gemacht und zwar ist auch der Kunststoffkorken innen drin schwarz. Wer auf solcher Gimmicks steht, der ist hier auch richtig. Die Flasche an und für sich ist schön 0,7 Liter. Kann man lassen. Was gibt es denn noch genau? Die Heaven Hill Distillery ist ein Familienunternehmen. Habe ich raus. Genau. Und ist natürlich aus Louisville, Kentucky. Sonst wäre es ja auch kein Kentucky Straight Bourbon. 45,3 Volumenprozent habe ich schon gesagt. Der Preis absolut annehmbar. Mit circa 24 Euro im Moment ist er wirklich eher ein günstiger und erschwinglicher amerikanischer Whisky. Selbst im Moment, erstes Quartal sind wir, glaube ich, noch 2019. Es sind ja ein bisschen Strafzölle, glaube ich, auf den Whisky draufgekommen. Fällt zumindest bei diesem Whisky nicht auf. Kann ich noch was sagen? Genau. Wenn er Kentucky Straight Bourbon ist, muss er mindestens 2 Jahre im Fass gelegen haben. Und bis 4 Jahre muss man das wohl dann auch auf der Flasche angeben. Dieser hier ist 5 Jahre im Fass gelegen und somit ist er so alt,
dass man das auch nicht mehr auf der Flasche angeben muss. Was gibt es denn da noch? Genau. Er ist auch, ja, er hat keine Zusatzstoffe drin. Sonst darf es auch kein Kentucky Straight Bourbon sein. Jo, ich glaube, dass ich somit alles gesagt habe, was ich zu sagen habe über diesen leckeren Tropfen und werde nun mal schauen, was mir der feine Whisky in der Nase sagen kann. Ich zeige ihm euch auch noch mal im Glas. Ich finde, er ist auch schön im Glas. Ich nehme tatsächlich für Bourbon Whisky gerne dieses Glas her. Es erinnert mich so ein bisschen an die normalen amerikanischen Whisky Pitcher und haben aber nicht den Nachteil dieses großen ausladenden Glases, wo man eigentlich keine Aromen mehr kriegt. Dann schauen wir aber trotzdem mal, was er meiner Nase sagt. Zuerst bekomme ich eine schöne, angenehme Würze, eine tolle Vanille. Ich habe auch so eine, neben der Süße, die allerdings nicht so typisch dick Bourbon schwer süß ist, sondern eher eine leichtere Süße, so eine leichte Floraligkeit tatsächlich drin. Das mag wahrscheinlich durch den höheren Weizenanteil kommen. So eine fruchtige Säure ist auch drin und mich erinnert es zusammen mit der Süße an frische Limetten, also richtig gute Limetten aus dem Süden. Karamell. Und ein tiefer Honig. Jetzt schaue ich doch mal, was mir der Rebel Yell auf der Zunge sagen kann. Cheers! Wenn ich den Rebel Yell im Mund bekomme, wirkt er erst ein bisschen verhalten. Die Süße ist wie auch schon in der Nase nicht so kräftig ausgebaut. Es mischt sich eher mit so einer wirklich fruchtigen Säure, die auch dabei ist. Und wenn man da ein bisschen länger im Mund hat und in dem Moment auch beim Schlucken, hat er eine richtig schöne Kirsche für mich. Ich weiß jetzt nicht, ich meine mal wo gelesen zu haben, dass da gestanden wäre eine dunkle Kirsche. Für mich ist es mehr so eine frische Sauerkirsche. Schon vielleicht ein bisschen dunkler, aber es geht schon richtig eher in Richtung Sauerkirsche. Vielleicht auch ein saurer Apfel oder so eine Schale von den Granny Smiths. Und diese Säure und Fruchtigkeit, die bleibt jetzt auch erhalten. Ich rieche jetzt nochmal. Jetzt habe ich eindeutig mehr eine stärkere Malznote, nachdem ich ihn schon mal im Mund hatte. Karamell. Die Vanille und auch so ein bisschen mehr Eiche ist jetzt für mich zu spüren. Jetzt muss ich ganz kurz einmal die Kamera ausmachen. Beim zweiten Riechen jetzt ist auch die Eiche deutlich besser zu riechen für mich. Am Anfang hat die Eiche sich ziemlich stark für mich versteckt.
die ist jetzt da. Ich probiere jetzt nochmal. Was ich auch beim ersten Mal beschreiben vergessen habe, jetzt glaube ich, ist so eine angenehme Pfefferwürze, die er an den Zungenrändern bildet. Diese frische, sommerliche Sauerkirsche, nicht arg zu sauer, aber doch eher eine Sauerkirsche, die habe ich wieder ganz deutlich im Geschmack. Honig ist da. Allerdings eher so ein, ein milder Honig. Auch so ein heller, sommerlicher, flüssiger Honig, kein schwerer Honig. Die Äpfel sind da, die Eiche ist da und die weiche Fruchtigkeit bleibt mir am ganzen Gaumen. Ich finde, um auf ein abschließendes Fazit zu kommen, dass der Rebel Yell Reserve ein wirklich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Mir schmeckt er tatsächlich ganz gut für 24 Euro. Wenn man Bourbon mag, kann man da nichts falsch machen. Sollte man mal im Glas gehabt haben, ist auf jeden Fall den nur wenig niedrigpreisigeren Jim Beams und Jack Daniels Abfüllungen, die man sonst so allgemein im Supermarkt kriegt, die so um die 19 Euro kosten, 100 Mal vorzuziehen. Ja, ein wirklich angenehmer amerikanischer Whisky. Es freut mich, dass du mir wieder zugeschaut hast. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen unterhalten. Wäre schön, wenn du auch das nächste Mal dabei bist, mir ein Like und oder ein Abo dalässt, unter meinem Video kommentierst. Hab noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder sonst eine schöne Zeit. Dein Konstantin von Whisky Enjoy. Tschüss!